Ja, herzlich willkommen bei Grobe TV, unserem Heimkino-Kanal. Ich befinde mich in Köln auf dem Parkplatz der Kölner Messebetriebe. Und zwar ist hier wieder die AngerCom. Das ist die Messe, die sich nur um das Thema Fernsehtechnik dreht. Alles, was also mit Empfang, Sendung und was nicht allem so zu tun hat. Und wir sind einmal im Jahr hier. Das Jahr ist wieder rum, wie wir feststellen. Ne? Wir haben jetzt Juni 2015 und wir wollen uns natürlich mal anschauen, was hier passiert, gerade in Verbindung mit Ultra HD, 4K, Sato-IP. Das sind so die Schlagworte, die uns hier doch am meisten interessieren. Und dann werden wir mal schauen, was wir hier den ganzen Tag erleben. Dranbleiben wird sicherlich wieder eine interessante Geschichte. So, und hier sind wir wieder auf dem Stand der Firma Katrein. Ich habe ja gesagt, wir wollen natürlich dieses Jahr explizit suchen, alles, was mit dem Thema Ultra HD 4K zu tun hat. Und bei Katrein bin ich mal direkt fündig geworden, nicht zu übersehen. Hier ist also schon mal ein großes Schild, High-End Ultra HD SAT-Receiver. So, und der Herr Klaus Liebhardt, der wird mir mal genaueres zu dem ganzen Thema sagen. Erstmal Glückwunsch, dass das Ganze hier schon läuft. Es ist wahrscheinlich im Prototypenstadium, oder? Ja, völlig korrekt. Also es ist noch ein Vorserienprodukt, noch nicht das fertige auslieferungsfähige Modell. Also es wird noch daran gearbeitet. Auslieferungstermin ist tatsächlich erst Anfang nächstes Jahr. Und bis dahin haben wir auch die Serienreife so weit von der Software und Hardware, dass alle Funktionen, wie wir die jetzt schon präsentieren, auch voll funktionsfähig sind. Okay, wir sind jetzt hier im Mai 2015, das heißt, wir reden da von Anfang 2016. Was wird jetzt so dieses Gerät denn so im Wesentlichen alles können? Also im Prinzip die UHD-Darstellung über das neue Komprimierungsverfahren HEVC, sprich die ganzen UHD-Contents, die dann zukünftig über Satellit gesendet werden, kann der Receiver quasi nativ in 4K auflösen und darstellen. Zudem natürlich auch noch die Funktionen, dass wir 8D-Modulatoren haben im Receiver eingebaut. Kurz zur Erklärung, 8D-Modulatoren heißt jetzt erstmal nichts. Genau, sagt jetzt keinem Menschen was. Aber im Prinzip kann ich mir das wirklich als 8 separate Tuner vorstellen. Das heißt, wenn ich den komplett nutze und alle 8D-Modulatoren ansteuere, habe ich einen Octo-Receiver. Das heißt, mit der Funktionalität, dass der jetzt auch SAT-IP kann, kann ich den zukünftig auch nutzen als SAT-IP-Server. Zudem kann ich auch noch Streams, minimum 4 Streams gleichzeitig aus dem Gerät rausschicken und mit anderen Endgeräten empfangen. Ich habe die Fast-Zapping-Funktion, sprich auf Tastendruck schaltet der automatisch um, ohne dass der das nächste Bild dunkel tastet, sondern ist auf Tastendruck quasi da. Also ich habe keine Verzögerungszeit mehr beim Aufbau vom nächsten Programm. Programmwechsel sehr schnell. Ich will nur mal kurz einhaken. Also das heißt, es sind 8 Tuner dann drin, die, wenn ich so viel im Fernsehen sehen oder toll finden würde, könnte ich 8 Sendungen parallel aufzeichnen. In der HD-Qualität gehen wir erstmal von aus, wir reden noch nicht mal über 4K, aber das würde technisch gehen? Das würde technisch gehen, richtig. Also bis jetzt haben wir es ja gelöst mit dem, über sein Kabelsystem, weil darüber kann ich ja tatsächlich 8 Frequenzen bereitstellen, kann auch alle 8 Demodulatoren nutzen und damit ist es tatsächlich dann möglich, maximal eben 8 Sender gleichzeitig aufzunehmen. So, und Sie haben jetzt von Sato-IP gesprochen, heißt, ich gehe über Netzwerkkabel raus und könnte dann über eine entsprechende App auf meinem iPad dann auch voll Funktionsumfang haben von einem SAT-Empfänger. Dann würde ich dann im Extremfall 4 von diesen 8 reservieren für Sato-IP-fähige Geräte. Ganz genau. Also so wird es auch ausschauen. Das heißt, wie Sie gesagt haben, ich schicke quasi über Sat-IP maximal 4 Streams raus. Einfach nur zur Erklärung, warum 4? Wir haben ja einmal die 2 Tuner, die jetzt sowieso schon für PIP, also Bild in Bild, und den normalen Empfang belegt sind und auch nochmal 2 für das Fast-Zapping. Also 4 Demodulatoren sind immer fix belegt und ich kann dann im Prinzip die anderen 4 Demodulatoren rausschicken oder Streams rausschicken über Sat-IP und die dann eben über 4 Endgeräte empfangen. Wie sieht es aus mit verschlüsselten Programmen? Stichwort wäre jetzt mal HD+. Kann ich private Sender in HD-Qualität empfangen? Könnte ich auch Sky empfangen? Ja, definitiv. Das Gerät ist mit 2 CI+-Schächten ausgestattet. Also ist dann auch definitiv tauglich mit einem entsprechenden CI+-Modul für Sky oder HD+. Festplatte ist dann schon direkt eingebaut, ich kann externe Festplatten anschließen. Streaming haben Sie erwähnt, geht auch. Genau. Und dann habe ich wahrscheinlich noch mal ein schönes Internetzugangsportal mit diversesten Anbietern. Ganz genau. Also Internet, auch hier wird es wahrscheinlich ein Thema sein, das Red Bull-Portal. Das werden wir anbieten. Zudem natürlich auch noch verschiedene Apps, die ich über Netzwerk nutzen kann. Haben wir irgendwas vergessen? Oh, fällt mir jetzt eigentlich spontan nichts ein. Ah ja, wir haben 2 USB 3.0 Schnittstellen. Also damit könnte ich auch externe Festplatten oder meine Festplattenkapazität erweitern, wie ich es benötige. Was ich ja ziemlich cool finde, ist ja so eine Art von Fernprogrammierung. Geht sowas auch?
Wird auch gehen über die Cutrine-App. Also wir haben es ja jetzt schon über die UFS Control, dass ich den Receiver quasi fernbedienen kann oder fernsteuern kann. Wird definitiv auch mit diesem Receiver möglich sein. Cool, dann haben wir doch eigentlich soweit. Gibt es eine Preisvorstellung? Weil die Frage kommt natürlich nach der umfangreichen Beschreibung der tollen Funktion natürlich auch. Ja. Ungefähr? Also ungefähr wird sich im Rahmen des bis jetzt erhältlichen UFS 925 bewegen. Sprich, er wird hochpreisiger sein. Was ist denn hochpreisig bei Cutrine? Hochpreisig wird so zwischen, ja, ganz grob einmal 500 bis 600 Euro liegen. Gut, aber dafür kriege ich auch nur ein Luxusmaschinchen, ne? Richtig. Also alles, was man sich als User wünscht, kriegt man hier. Ist eine feine Sache. Also, wir bleiben dran. Wir werden das gute Stück natürlich auch vorführen. Wir gucken mal, dass wir in diesen Beta-Tester-Status reinkommen. Und dann werden wir darüber berichten, denn in unseren neuen Räumlichkeiten haben wir natürlich alles vorbereitet, dass es vernetzt ist etc. Und dann schauen wir weiter. Danke erstmal. Bitteschön, sehr gerne. So, der Herr Linak von Cutrine Technotrend möchte mir noch eine Kleinigkeit zeigen. Im wahrsten Sinne eine Kleinigkeit, weil es eine verdammt kleine Box ist. Aber ich halte die für sehr interessant von der Funktionalität. Deshalb wollen wir sie unbedingt auch mal hier demonstrieren. Aufgefallen ist mir nämlich, dass Sie hier eine Box zeigen. Das ist hier intern eine Kabelbox. Dann haben wir hier diese zwei kleinen Kästchen. Und da ist auch noch mal eins. Was hat das ja miteinander zu tun? Das System, was wir hier jetzt den Kunden entsprechend vorstellen, ist einmal eine High-End-Hybrid-Box. Diese High-End-Hybrid-Box besteht oder arbeitet mit vier Tunern. Hat gleichzeitig noch angeschlossen einen Wi-Fi-Repeater, gleichzeitig auch einen Wi-Fi-Netzverstärker und eine externe Festplatte. Jetzt haben wir aber auch die Kunden, die jetzt nicht nur ein großes, komfortables Gerät haben möchten, was sehr leistungsfähig ist, mit Habibi-TV und allem, was dazugehört, sondern die sind auch sehr preisbewusst. Oder sie sagen, ich habe das Gerät schon, ich möchte mir noch eine zweite Box für mein Schlafzimmer kaufen. Wenn ich diese zweite Box für Schlafzimmer habe, aber zum Beispiel dort kein Kabel gelegt habe, dann kann ich mit dieser Box einfach auf die erste Box zugreifen, dort auf den Tuner mir die ganzen Filme anschauen, die dort über ein Kabel kommen oder was ich auf der Festplatte gespeichert habe. Das bedeutet, ich brauche keine großen, teuren Investitionen in irgendwelche Installationen hineinbringen oder hinein investieren, um dort, können wir das nochmal rausschneiden? Super, gut. Die müssen eben keine großen Investitionen irgendwo tätigen, damit sie irgendwo fernsehen können, in ihrem Schlafzimmer mit dem Kabelanbieter ihrer Wahl. Zweitens aber, sie können das entweder über Wi-Fi machen, sie können es über LAN-Kabel direkt machen. Kabel, wenn sie es eben nicht haben, haben wir gesagt, brauchen sie es nicht. Als Einsteigerbox haben wir hier eine Kunak-Setup-Box, die mit Kabel-Kiosk sehr gut zusammen funktioniert. Kann auch umgekehrt aufgerüstet werden, dass man zuerst die einfache Box hat und dann anschließend natürlich auch das High-End-Gerät, was dann eigene Smart-TV-Portal mit sich bringt. Sie können auf die Box neben dieser Box auch noch mit einem ganz normalen iPad oder einem Tablet, iOS oder Android-Device, was immer es ist, zugreifen. Smartphones im HD-Qualität, wenn das Endgerät es natürlich auch unterstützt. Und das alles für einen sehr erschwinglichen Preis, der derzeit wirklich hier so seinesgleichen sucht im Markt. Der wäre? Den darf ich jetzt hier noch nicht verraten. Okay, das heißt nämlich, diese Box wird angeboten von Anbietern wie vielleicht Kabelnetzbetreibern, die das ihren Kunden dann anbieten werden, ne? Jetzt unsere Zielkunden, die ihren Kunden eben nicht nur ein Einstiegsmodell, sondern eben auch ein Komfortmodell bieten möchten. Okay, und es ist eben für Kabel, nicht für Satellit. Kabel, ganz wichtig. Das heißt, wenn ich eben damals vergessen habe, mir meine ganzen Kabel im Haushalt zu verlegen, habe dann nur ein Kabel im Wohnzimmer, dann wäre ich in der Lage, mit diesem System auch andere Räume perfekt zu verkabeln, beziehungsweise, ja, Kabel ist gut. Also wir kriegen das im Wesentlichen wahrscheinlich drahtlos, weil wenn da schon einer kein Antennenkabel im Schlafzimmer hat, hat er wahrscheinlich selten ein Netzwerkkabel dort. Also deshalb diese drahtlose Idee, die WLAN-Idee. Genau. Hier geht es eben, wie gesagt, mit WLAN. Man muss nur schauen, dass das Netzwerk eben gut funktioniert. Es gibt aber auch zum Beispiel Powerline-Lösungen. Auch damit haben wir das getestet, funktioniert einwandfrei, auch im HD-Bereich. Sie haben aber gerade gesagt, Kabel, es gibt dort eine Anpassung. Diese eine Setup-Box funktioniert auch mit unseren terrestrischen oder mit unseren Satellitenboxen. Das heißt, dort, wo wir dann entsprechend UPnP anbieten, ein oder mehrere Tuner, vor allem sollten es dann mehrere Tuner sein, da können wir dann einfach über die gesamte Setup-Box-Reihe hinweg arbeiten. Für die Kabelnetzbetreiber ist es halt insofern noch interessant. Viele von denen wollen halt neben dem normalen Kabelnetz auch noch über IP gehen, IP-Dienstleistungen anbieten. Wenn sie dann auch noch extra Kanäle haben, diese Setup-Box kann dann auch von sich aus direkt auf einen SAP-Server gehen und sich dort dann entsprechend die ganzen Kanallisten runterholen. Was auch wieder den Bedien- und Benutzerkomfort des Operators anbelangt. Kann auch für Hausgesellschaften hervorragend in der Umsetzung. Kleine Kopfstelle haben wir hier gleich nebenan, Mutterkonzern. Wird angeschlossen und Satelliten, terrestrisch oder Kabel oder IP-Ströme können dann direkt auf IP-Kabel oder terrestrisch Satellit umgelegt werden und von der Setup-Box dann empfangen werden.
Perfekt, super. Besser hätte ich es auch nicht erklären können. Danke sehr. Gern geschehen. Viel Vergnügen noch auf der Messe. So, ich bin hier auf dem Stand von RT Inverto und Zuschauer unseres Kanals werden festgestellt haben, dass wir in der Vergangenheit immer wieder mal auch über diesen Stand berichtet haben, weil das ist ein Hersteller von unter anderem LNBs. Also das sind die guten Stücke, die man oben an der Antenne eben installieren muss, an der Schüssel, die dann also mein Satzsignal empfangen. Und hier gibt es eine Neuheit, die wir mit der Bezeichnung Unikabel 2 bezeichnen können. Was ist denn Unikabel? Unikabel ist die Möglichkeit, eigentlich über ein einziges Kabel mehrere Frequenzen zu übertragen. Somit kann ich beispielsweise an einem LNB mit diesem Unikabelsystem bis zu 4 Tuner separat nutzen, aber es wird nur eben ein Übertragungskabel verwendet. Und das Ganze ist jetzt beim Unikabel 2 Standard sowas von erweitert worden, dass ich mittlerweile bis zu 32 Tuner damit unterstützen könnte. Das heißt, es geht nur ein Kabel von diesem LNB rein in meine Wohnung und dort habe ich dann eine Verteilung, die dann auf bis zu 32 Empfangsgeräte genutzt werden kann, was also eine echt spannende Geschichte ist, weil ich kann eben über so ein einzelnes Kabel mehrere Frequenzen oder auch Kanäle, wie wir es immer bezeichnen möchten, dann leiten zu meinen entsprechenden Endgeräten, die da sein können. Mein SAT-Receiver, der dann Unikabel unterstützt oder eben auch natürlich mein Fernseher, der eben ebenfalls auch Unikabel unterstützt. Da geben wir also auch gerne weitere Informationen. Verfügbar ist das Ganze schon und ja, Stichwort ist Unikabel 2.